Ja, und damit wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal mit der Berufsfeuerwehr Sittingen 2.0. Die kam Samstag raus und ist an mir ein bisschen vorbeigegangen, da ich irgendwie nicht im Forum angemeldet war, warum auch immer. Ich bringe auch mal ein kleines Update raus. Es ist ein Hammer-Update. Also es ist wirklich viel dazugekommen, es ist viel Neues, es ist viel überarbeitet worden. Ich zeige euch mal, was mir jetzt nach ein paar Spielstunden aufgefallen ist. Und ja, wir gucken einfach mal zusammen. Wache 1 ist mir aufgefallen, das HLF. Und das TLF, die haben beide auf jeden Fall andere Skins, beziehungsweise das TLF ist meiner Meinung nach auch sogar ein komplett anderes Modell. Und ich muss sagen, die Skins sehen einfach mal mega geil aus. Du kannst halt überall sehen, Sittingen Wache 1, Berufsfeuerwehr Wache 1, die Farben gefallen mir, das TLF sieht super aus auf dem MAN-Fahrgestell, das ist total top. Fahrzeug 41. Sind die natürlich so mega laut. Wieder, wenn ich Warnblinker anmache, das war ja ein ganz großer Kritikpunkt bei mir. Warnblinker geht an oder ich drücke auf Warnblinker und es geht einfach nur die Umfeldbeleuchtung an und Warnblinker funktioniert nicht. Funktioniert bestens. Und was ja auch immer so eine Sache war, die Heckwarner funktionieren und sie sind, fahr mal ein Stück vor. Na komm. Na, jetzt hat er das ausgemacht. Sie sind am richtigen Punkt. Und das sieht doch geil aus. Hier auch, wie sieht die 4 Stück und sie blinken. So wie sie sollen. Das sind so Kleinigkeiten, die mich glücklich machen. Faszinierend. Die beiden können schon wieder weg. Wir machen weiter. Rettungswache. Hier unten hat sich nichts geändert, außer vielleicht ein paar Skins. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Wache 3. Wache 3 hat sich so verändert. Wir haben unser MTW immer noch, wir haben unsere DLK und jetzt haben wir aber keinen Rundhauber mehr, sondern wir haben LF16 und ein HLF. Mö? Auch hier sehr, sehr schöne Skins. Feuerwehr Sittingen Süd. Einmal mit Pressluft, einmal mit E-Horn. Hier auch die Holzleiter mit drauf, das sieht schon echt. Also Detailgrad ist schon gut dabei. Auch hier, Fahrzeug 19. zack, Ende. funktioniert alles, wie es soll. Top. Wobei, der Fahrzeug Warnblinker 19. geht hier gar nicht. Ah, wieder was gefunden. Na egal. Fahrzeug 26. Ich will dieses Mal gar nicht hier auch, dass die Kleinen hier nur so ein bisschen leuchten, so ein bisschen schwächer und sowas. Das ist schon cool gemacht. Man hat auch versucht, Fahrzeug die 19. Rundumleuchten ein bisschen zu anders zu animieren. Fahrzeug 19. So viel dann zu Wache 3. Wache 2. Ich bin mir nicht sicher genau, was sich da alles verändert hat. Mir ist nur aufgefallen, die Skins. Ich weiß nicht, ob wir davor schon HLF, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass wir dann HLF hatten, aber ob wir da zwei HLFs hatten. Da bin ich jetzt ein bisschen aufgeschmissen. Aber ich finde halt einfach, die Skins machen es halt aus. Und es wurde halt wirklich drauf geachtet. Also hier hast du die Logos, die Wappen noch ein bisschen mit drauf. Du hast hier jetzt drauf Sittingen Wache 2, wie hier auch Berufsfeuerwehr 2. Die Lights an sich wurden sehr, sehr schön überarbeitet. Es ist einfach Wahnsinn, auch wie die Fahrzeug Reifen 18. sich bewegen und sowas. Das sieht schon alles sehr dynamisch aus. Verstanden. Kann man halt einfach nichts gegen sagen. Fahrzeug 17. Ende. Wir haben hier noch die DLK mit drinne, wie sonst auch unser Fahrzeug ELW, 15 hört. unser KEV. Fahrzeug 21. KEV ist das, ne? Oder ein KAV? Fahrzeug KLAV. 21. Und zwei Rettungswagen. Die Wache 4, die ja sonst hier stand, die ist gewandert. Die ist nach hier gekommen. Und auch hier kein Rundhauber mehr. Kein ABC-Erkunder bzw. ELW mehr brauchen wir nicht, weil der steht ja an der Wache 1. In zweiter Reihe steht er ja hinten. Kommen wir gleich nochmal hinzu. Dafür haben wir jetzt hier ein LF, HLF und LF auf Scania-Modell. Und auch hier, ne, Feuerwehr Sittingen, Feuerwehr Sittingen. Hier steht jetzt aber nicht Nord mit drauf. Aber auch hier sehr schön gearbeitet, schöne Texturen. Detailverliebt. Gefällt mir sehr gut. Das LF16 hier mit Pressluft und nicht mit E-Horn.
Bisschen Abwechslung. Sehr, sehr cool. Fahrzeug 38, Ende. Dann haben wir aber trotzdem, ich habe noch was vergessen, an der Wache 1. Und zwar das, was bist denn du jetzt schon wieder so laut? KDOW hat sich verändert. Das war ja vorher ein Geländewagen. Weiß nicht, ob das von Jeep war oder von Mercedes. Das weiß ich nicht mehr. Das ist jetzt halt ein normaler Sprinter geworden. Was heißt Sprinter? So ein Vito. Leitungsdienst 1. Das war zu hoch. Ich liebe die Kamera manchmal. Ja. Kann nichts Besonderes, ist nichts Besonderes, ist schön anzusehen. Wird auch teilweise bei einigen Einsätzen mit rausgeholt. Der ABC-Erkunder, der erst bei Wache 4 ja mitstand, ist ja hiermit stationiert. Im hinteren Teil der Wache, wo auch der Rüstzug mitsteht. Die kommen ja auch mit raus, wenn dann nachher Gefahrenguteinsätze sind. Es sind noch zwei Hallen frei. Ich gehe davon aus, passiert noch was. WLFs, ja, die WLFs an sich haben den Skin bekommen, aber die Container noch nicht. Schade. Dann die Baustellenstraße, weil die Sittingen-Modifikation war ja eigentlich auf der Standard-Map von Bieberfelde 2019 oder 2020. Da war ja hier immer noch eine Baustelle. Die ist weg, das ist jetzt eine komplett geteerte Straße, die Häuser sind fertig, alles schick, die Fahrzeuge fahren auch hier lang, wie sie sollen. Top. Und jetzt, das wünschte ich mir noch ein bisschen, dass das wegkommt. Jetzt komme ich zum größten Update. War zur größten Änderung und die finde ich bombastisch, das habe ich so noch keiner Mod mitgesehen. Ihr seht ja schon hier oben die ganzen Rettungskräfte. Und hier ist eine komplette Rettungswache entstanden. Also, ne, hier schon mal 4 RTWs, ein NEF. Hier gehe ich auf die Rückseite. Nochmal 5 RTWs. Dann gucken wir hier 3 NEFs und ein ITW. Und auf der anderen Seite haben wir dann einfach nochmal 5 KTWs. Ist das geil? Eine komplette Rettungswache. Du kannst prinzipiell mit dieser Rettungswache alles versorgen und hast immer noch zu viele Rettungswagen. Weil es ist ja jetzt nicht so, ich habe die Rettungswagen hier, ich habe es in Wache 1, ich habe es in Wache 2 und ich habe hier unten ja noch die Wache 3, also Rettungsdienstwache. Sondern, kann ja auch noch von außerhalb was holen. Gibt es eine Sache, die ich bemängel? LNA hat auch ein anderes Fahrzeug geholt. Komm, holen wir uns mal eben. Ja, da habe ich mir jetzt nicht alle Fahrzeuge durchgeguckt, weil das war zu viel. Es ist einfach richtig viel passiert. Es ist so wirklich richtig, richtig viel. Schade finde ich, dass hier hinter nicht noch Fahrzeuge stehen oder dass die Fahrzeuge zumindest zum Einparken einmal rundherum fahren. Aber wer weiß, was noch kommt. Auch bei der Polizei nicht wirklich viele wesentliche Änderungen, außer dass die Leitstelle nicht mit da ist. Wo ist die Leitstelle nicht mit da? Also die Polizei macht immer noch zwischendurch ein paar Probleme. Ihr seht ganz normal BRB Pol, die Bundespolizei, Christoph 31 und der Kampfmittelräumdienst. Kampfmittelräumdienst, der wird mich tatsächlich mal interessieren. Da hatten wir noch so ein paar Kleinigkeiten zu klären mit. Der hatte ja so einige Probleme noch gemacht. Ja. Straße, ich finde das total genial. Ich finde das wirklich cool. Die fahren hier wirklich lang. Das ist perfekt gelöst. Und ich bin auch der Meinung, die Sounds der Sirene haben sich halt geändert. Wenn man mal eben so reinhört. Das ist wie, als wenn damals in meiner alten Werbung, wo ich drin war, die Sirene nachts losging. Also so hört sich das tatsächlich an. Also sehr authentisch, sehr schön gemacht, sehr cool. Da hat sich nichts verändert. Krankenhaus ist auch gleich geblieben. Aber ich finde es halt total cool, dass die Wache 4 hier hingewandert ist. Der Platz war ja schon da. Er musste halt nur ummodelliert werden. Finde ich sehr schick gemacht. Finde ich auch cool, dass es halt einfach wirklich 3 Fahrzeuge sind und wirklich das mal drauf gehört wurde, wo man gesagt hat,
diese Langhauber-Geschichte ist ja doof. Die Lights sehen schon nice aus. Die stechen richtig raus. Aber, nein, er ist immer noch so. Schade, 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 schade. Das war so meine größte Hoffnung irgendwie, dass der nicht mal Silberman ist. Vielleicht soll das auch einen Schutzanzug darstellen. Ich weiß es nicht. Ich finde es trotzdem ein bisschen schade. Die Lights stechen sehr, sehr schön raus. Das ist echt. Also die Lights hat er wirklich komplett überarbeitet. Die sind wirklich schick geworden. Ihr hört jetzt, kann ich euch nochmal zeigen, dass das E-Horn. Ja. Auch schick. Man sieht auch wieder, wie schön das alles ist. Ein großes... Ach, das ist großes Mann. Guck, ich finde es irgendwie lustig. Okay. Ende. ich würde sagen, da ist bei den Lights-Bearbeitungen irgendwie was schiefgegangen. Finde ich irgendwie sehr nice. Ein kleiner Lacher. Also das ist wirklich das größte Problem, was mir bei dem Update aufgefallen ist, dass er diese zwei Balken da oben gekriegt hat. Ich gehe mal davon ganz, ganz stark aus, dass das so nicht gewollt ist. Und dass das einfach ein Copy-Paste-Fehler ist. Er hat weiterhin seine Funktionen, die sind nicht beeinträchtigt. Das ist einfach nur lustig. Dann ist aber der LNA müsste theoretisch... Habe ich den nicht alarmiert? Ich habe den LNA nicht alarmiert. Aber dann können wir nochmal weiter gucken. Wir haben ein bisschen Zeit noch. Holen wir doch nochmal die Bepo her. Ich will mal gucken, ob sich was dran geändert hat. Auf die gerade zu euren Fahrzeugen? Ist das euer Ernst? Es ist halt... Ich komme über diese Wache einfach nicht hinweg. Die... Das ist total cool. Das ist wirklich... Also das ist ein mega Ding in meinen Augen einfach, diese Rettungswache hier hinzuknallen. Top. Also wirklich, ich habe echt sau wenig zu meckern. Ich meckere gerne über neue Modifikationen, aber gibt einfach nichts. Es gibt einfach nichts zu meckern, außer dass zwischendurch unlogische Sachen beim Feuer passieren, dass auf einmal irgendwas explodiert und ich 30 Verletzte habe, aber ansonsten gibt es einfach nichts zu meckern. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich... Das ist einfach cool. So, was kommt da oben? Da kommt er schon. Ich weiß nicht, ob er schon als Elena damals auch war. Aber auch hier die Lights schön überarbeitet. Der Skin ist einfach super. Der ist schick. Bauhof hatte ich damals schon. Das muss man sich mal vorstellen. Du hast jetzt eine Modifikation, wo die Wache 1 halt schon durch ihren Dekon und ihren Rüstzug komplett neuen Aspekt gesetzt hat. Und dann noch mit dem Fuhrpark, den du hier stehen hast. Davon waren zwar nur 3, glaube ich, fahrbereit, aber okay, du hast einfach diesen Bauhof als wichtigen Aspekt mit drinne. Du hast diesen riesen neue Rettungswache mit drinne. Du hast neue Fahrzeuge für die Feuerwehr mit reingekriegt. Puh. Kompletten Lights wurden überarbeitet. Ich weiß nicht, warum man die Baustelle immer noch da lässt. Ergibt sich mir noch nicht ganz. Ich gehe davon aus, dass er einfach auch nicht die Rechte vielleicht hat. Ich weiß nicht, wie er sowas abläuft, dass er nicht viel an der Karte verändern darf. Aber ich glaube, der Aldi wurde überarbeitet mit der Packstation hier und sowas. Da kommt die Bereitschaftspolizei. Gucken wir uns die doch mal an. Komm mal direkt nach da. Ach komm, genau, stelle ich mal darauf. Ich will nur wissen, ob sich da irgendwas verändert hat. Sieht nicht danach aus, außer ein bisschen die Lights. Gerade beim Wasserwerfer sehr auffällig. Sieht aber auch schick aus.
wie gesagt, nichts in seiner irgendwelchen, in irgendeiner Form beeinträchtigt von seiner Einsatzweise. Es ist wirklich eine rundum schöne Erneuerung geworden. Und wir haben ja nicht nur, dass wir jetzt einfach sagen können, wir haben Version 2. Man muss immer bedenken, es ist von Version 1.2 auf 2.0 gesprungen. Das sind 0,8 Updates bzw. 0,8 Versionen. Und wenn ich jetzt mal so weiterdenke, wenn er bis zur Version 3 oder wenn er da noch weiter dran arbeitet, was da noch kommen könnte, dass vielleicht auch noch die Garagen hier besetzt sind oder so. Das hier ist ja das kleinste. Das ist Wahnsinn. Das ist echt einfach. Ne, auch hier, ich habe hier einfach die ganzen Untermenüs. Erweiterter Zoom, was soll ich denn noch mit? Achso, erweiterter Zoom aus. Ne, das ist ja blöd. Wollen wir anpassen. Gut, es ist allerdings jetzt in dem Fall so, soweit ich weiß. Egal welchen ich jetzt nehme, mach mal Brand 1 ruhig überall. Ich habe das Brand 1 gemacht. Doch, er holt es tatsächlich von hier unten. Von hier oben. Sonst war das immer so, egal von welcher Tafel ich steuere, er holt einfach von Wache 1. Nice. Funktioniert auch. Aber... eine Sache will ich ausprobieren. Wenn ich Brand 4 mache, müsste er theoretisch die Freiwilligen mit alarmieren, beziehungsweise bei Brand 5. Na, probieren wir mal aus. Mal gucken, was er jetzt alles holt. Ich habe hier im Brand 5. Brand 5. Ich gehe mal davon aus, die würde er normalerweise mitbesetzen. Krankenwagen besitzt damit. Wache 1 wird mitbesetzt. Aber er holt leider nicht die Freiwilligen mit raus. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Die Sounds wurden auch ein bisschen überarbeitet. Und der KDOW wollte auch noch mit. Und KDOW brauchen wir jetzt nicht. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Freiwilligen da nicht mit alarmiert werden. Aber prinzipiell finde ich wirklich cool, dass dann beide einfach mit eingespannt werden. Ich werde die Modifikation in den nächsten Tagen mal ein bisschen doddeln, ein bisschen zocken, ein bisschen aufnehmen. Dann gucken wir einfach mal, wie sich das Ganze verhält. Dann würde ich jetzt sagen, in diesem Sinne wünsche ich euch eine angenehme Nacht, einen guten Morgen oder wann auch immer ihr das Video seht. Und dann bis zum nächsten Mal.